Meine Güte. Lang genug sind wir jetzt gelaufen. Mädchenturm. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie den Massiv-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Oh, hier kann man also... Wow. Boah, Alter, ist es dunkel hier. Das ist ja nicht mehr feierlich. Mal die guten alten Schalter. Neu starten, bitte. Das finde ich jetzt gerade ziemlich unfair. Der ist irgendwo hängen geblieben und dadurch hat er so einen Sprung nach vorne gemacht und dadurch bin ich ins Wasser gefallen. Und ich habe natürlich verplant, B zu drücken. Die Chance will ich noch haben. Sorry. Die guten alten Schalter, wie sie es für ein Assassin's Creed-Spiel gehören. Da kommt so eine Scheiße hoch und ich glaube, ich bin sogar noch zu weit gesprungen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gott sei Dank gibt es da eine Zahl. Ich bin nicht zu weit gesprungen. Ich war sogar richtig.
Oh oh, verdammt. Komm hoch. So, zieh das raus, Scheißding. Und der nächste Schalter. Zieh das nächste raus. Ich bin ein wenig konzentrierter gerade. Alles klar, nach da unten müssen wir. Dann zeig uns den Weg. Gewalt geht alles. Oder wären wir?
So. Und dann holen wir uns mal das Siegel. Yes. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Das gefällt mir. Hat jetzt zwar jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich werde jetzt noch die eine Mission zu Ende machen und dann werde ich dann nochmal Schluss machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Akku der noch hat, der Controller. 2 Balken noch. Das ist ja nicht mehr so fein. Aber gut. So. Alles klar. Gehen wir auf die Karte und gucken mal, was abgeht. Ah, ist ja nicht weit zu laufen. So. Wir machen jetzt, wie gesagt, die Mission. Das hat, manchmal denke ich so, ja, erzählst es einfach nochmal, weißt du? Hat ja keiner gehört gerade. So, da sind wir auch schon da. Gehen wir rein, machen die Mission und chillen.